So, jetzt aber wieder. Herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider Anniversary. Wieso muss ich erst das Spiel neu starten, um dann mein Spiel laden zu können? Das wird irgendwann zu Problemen führen. Naja. Das verlorene Tal, Level 3. Da unten sind Wölfe. Die werden mich gleich angreifen. Bam, 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 bam. Oh, aufpassen. Oh, fuck. So, jetzt kommt er. Er kommt. Zack. Okay, das war's. Gut. Holen wir uns das Zahnrad. Auf Englisch heißt es Cogwheel. Also Cog mit G, nicht mit CK. Da am Wasser ist, glaube ich, noch ein Rad, oder? Irgendwo? Ich glaube, da ist auf jeden Fall ein Tunnel. Ein Tunnel. Da machen wir durch. Also das Speicherstand-Management von dem Game ist ein bisschen seltsam. Geh doch einfach raus. So. Medipack werden wir eh nicht benutzen. Ich werde versuchen, kein einziges Medipack zu benutzen. Im ganzen Spiel. Ob das gelingen wird? Na. Glaub nicht. Aber ich probiere es. So. Jetzt lasst mich überlegen, wo wir lang müssen. Wir müssen da hoch. Was denkt sie eigentlich gerade? Das interessiert mich jetzt mal. Hinter dem Wasserfall scheint ein Weg zu sein. Ja. Spoiler doch nicht alles, Lara. Jetzt hast du alles gespoilert. Jetzt hat sie die Überraschung genommen. Naja. Setzen wir da mal das Zahnrad ein. Ja, ey, Nuttenkorken. Ja, Nuttenkorken. Ja, wenn irgendwann mal mein Name wegen Copyright gesperrt wird, dann werde ich mich so umbenennen. Hi Barty, wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's gut. Schön, dass du wieder da bist. Schön. Ich wollte eigentlich Horrorspiele spielen, weil ja Oktober ist und so. Aber dann dachte ich so, Tomb Raider ist auch irgendwo Horror genug. Naja. Nee, es kann nämlich gut sein, dass mein Name irgendwann zum Problem wird, weil es gibt auf Instagram einen Hund, der heißt Nitro. Und der ist auch ein Corgi, das heißt, vielleicht gibt es da irgendwann mal eine Klage. Mir geht's Gucci, sehr gut. Mir geht's Versace. Zack. Hoch da. Spiel Amnesia. Ich habe Amnesia ja auf Steam, aber... ich finde das Spiel irgendwie gruselig. Und ich mag das nicht, wenn Spiele gruselig sind. Nee, ja doch, ich werde es wahrscheinlich wieder streamen. Irgendwann, weil ich muss es fertig bringen und ich bin irgendwo... Ich habe halt irgendwo mittendrin aufgehört, weil es halt irgendwo auch gruselig war. Also ich habe Outlast ja durchgespielt, aber ich finde Amnesia irgendwie gruseliger, weil es ist so unerwartet. Wisst ihr, weißt du, wie ich das meine? Also, ich meine, Outlast ist zwar gruselig, ja, aber du erwartest irgendwie, dass es gruselig ist. Und es ist halt auch wieder so gehypt, dass es halt einfach, ja, dass man halt einfach weiß, dass es gruselig ist. So, und dann das macht es dann irgendwie nicht mehr gruselig. Ich habe jetzt ziemlich oft gruselig gesagt. Jedenfalls, eben, es ist in der ersten Stunde voll gruselig und man denkt so, cool. Aber dann gibt es einfach nur noch nervige Sequenzen. Aber Amnesia, das ist irgendwie so, man weiß halt nicht, was kommt. Ne? Es ist eher so der psychologische Horror, deswegen ist es für mich gruseliger. Naja. Aber ja, wenn ich die Zeit habe, dann werde ich das wieder... Oh shit, ein Bär! Oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße! Nein! Hier ist es so eng! Hier ist es viel zu eng. That's what she said. Das war echt ein Jumpscare gerade. Also, naja. Da habt ihr euren Horror. Oh! Fledermäuse! Die bedrohten Fledermäuse. Ja, ich dachte ja immer so, man, ich habe ja im gestrigen Stream habe ich ja darüber gescherzt, dass sie vom Aussterben bedrohte Fledermäuse umbringt. Hey Terry, aber was sie gleich macht, ist noch viel schlimmer. Ja, sie bringt nämlich schon ausgestorbene Tierarten um, denn gleich kommen nämlich Dinosaurier. Ja, Dinosaurier, die sie einfach umbringt. Oh shit, die sie einfach umbringt. Ja, hier ist das große Tal und da ist ein Dinosaurier. Komm, 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 Bitch, komm! Zack, 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 zack
shit. Bang. Raus mit dir. Zack. Da kommt noch mehr. Let's go. Sterbt, die Dinosaurier. Oh shit. Ah, fuck. Moment. Ich glaube, ich muss jetzt doch ein Medipack auspacken. Ich habe ja vorher noch gesagt, dass ich Medipacks nicht benutzen werde. Aber wie geht das nochmal? Mit B und V. Okay. B ist das große, V ist das kleine. Passt. Alter. Alter, sie macht's nicht. Ich hasse sie. Das mit diesen Moves muss ich nochmal draufkriegen. Das ist ein bisschen schwierig. Jetzt aber, komm. So geht's. Genau. Vielen Dank. Wenn sie ein wirklicher Archäologe wäre, würde sie sich dem T-Rex als Futter anbieten, um die Art zu schützen. Ja. Oh, scheiße. Jetzt kommen Quicktime-Events. Ich habe keine Ahnung, was ich drücken muss. What the fuck? Hilfe, ich habe keine Ahnung. Gott, ey. Das ist alles schon 10 Jahre her, dass ich gespielt habe. Ach du Scheiße, Mann. Das wird jetzt nix. Kacke. Was muss ich drücken? Ach so, nach unten. Oh shit. Ein T-Rex. Er mit dem Rücken zum Feind stehen. Super Idee, Lara. Ja. Come on, baby. Let's go. Bling. Oida. I love it. Das Spiel ist irgendwie ziemlich geil. Ich hab's ganz vergessen, wie geil das Spiel eigentlich ist. Bang. Bitch. Oh, er läuft in die Stachelfalle. Geil. Oder auch nicht. Ich habe echt vergessen, dass das Spiel ziemlich geil ist. Also wirklich, ziemlich geil. Wirklich ein gutes Tomb Raider. Anniversary hat die besten Level von der Trilogie, ja. Das stimmt echt. Weil es ja auch ein Remake ist. Und ich finde auch die Bosskämpfe ziemlich nice. Also, wieso können die neuen Teile nicht mehr so sein? Das wäre echt geil. Zack, bang, weg mit dir. Boom, lauf in die Stachelfalle. Oder auch nicht. Aber du bist eh gleich tot. Ich liebe das, Alter. Ich hab das... I love it. I love it. I just love it. Marvelous. Peak Gameplay, Alter. Echt, das ist wirklich... Das ist vom Gameplay her ist echt gut. Also, bin echt begeistert. Ich bin wirklich begeistert. Wow. Bang. Zack. Zack, boom. Ist er jetzt tot? Ja, er ist tot. Oder auch nicht. Nee, es kommt noch ein Quicktime-Event. Oder? Also das war echt ein geiler Kampf. Da hinten lag Munition, habe ich gesehen. Das Einzige, was halt ein bisschen blöd ist, ist, dass sie quasi ausgestorbene Tierarten umbringt. Wirklich, weil... Aber das ist halt Lara Croft. Das ist halt Lara Croft. Sie ist ja eine Grabräuberin und keine Artenschützerin. Das muss man halt auch mal festhalten, ne? Ich liebe die Szene, wo man hier die Taste verkackt und der sie gegen den Stempel schneidet. Also ich habe als Kind wirklich... jeden Ausgang ausprobiert und ich habe immer mal gescheckt, wie sie stirbt. Weil ich es einfach sehen wollte, wie sie stirbt. Ich wollte einfach sehen, wie sie stirbt. Und es war cool. Wirklich nice. Jetzt muss ich hier irgendwie rein. Oh, wieder ein Medipack. Das nehme ich mir auch mal. Zack. Also das wird jetzt kein Nomad-Pack-Run leider, aber naja. Übrigens, folgt meinem Twitch-Kanal. Ich brauche nämlich echt 100 Follower. Sonst, ja, heul ich. Oh. Der ist ja aus Plastik. Das ist nur eine Kulisse. Eine Requisite. Oh, schaut mal. Das ist das nächste Cogwheel. Mit G. Cog. Zahnrad.
Cogwheel. Mein im. Kommt, je nachdem in welchem Kontext könnte Cogwheel mit CK auch richtig sein. Es ist halt vom Kontext abhängig. Contextual Knowledge. Alter, wie sie diesen Pfahl umklammert. Oh. Ist schon erotisch, ne? Ja, Folterinstrument. Könnte man so sagen. Hey, danke fürs Folgen. Siehst du, ich sag ja, man muss die Menschen lernen. Danke, Jokey2K fürs Folgen. Boom. Ich meine, ihr könntet mich auch, also, wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr mich auch kostenpflichtig abonnieren oder eure Bits einsetzen, falls ihr Bits habt, aber wie gesagt, das ist eigentlich alles wurscht. So, wie war es jetzt nochmal? Ah ja, ihr seht da oben lang, genau. Und da muss ich da raus. Nee, gar nicht. Da lang muss ich. Und jetzt muss ich darauf. Nein. Da lang muss ich jetzt. Zack. Springen, Lara. Springen. Hüpf. Tag, Milzi. Wie geht's dir? Ich hoffe, du hast Spaß heute. Ich würde gern meine Tits einsetzen. Aber ich habe keine. Oh, Party. Du kannst ja Lara fragen, vielleicht leiht sie dir zwei. Zwei Tits. Zack! Also ich will jetzt nicht sagen, dass ihr mir unbedingt Geld Bits spenden müsst oder abonnieren müsst, weil ich kurz vor der Auszahlungsgrenze bin. Nein, das war ein Spaß. Vielleicht bin ich doch kurz vor der Auszahlungsgrenze. Anyway. Oh, scheiße! Das war gerade ein Glitch. That was a glitch right now. Warte mal, wie können wir eigentlich die Waffen wechseln? Mausrad, oder? Nee, wir waren das noch gleich. Wie bei Japanerschlampen, die Riesenglocken kaufe ich ab. Ja, warte mal. Waffe wechseln. Minus und Plus, ey, wer denkt sich das aus? Also das, vor allem auf dem Nummernfeld, oder? Auf dem... Hä? Minus und Plus. Hier ist nichts mit Minus und Plus. Ich hab's gerade probiert. Ihr Lügen, Lügner. Vorherige Waffe. Kann man das irgendwie festlegen? Mausrad. Mausrad geht nicht. Dann sagen wir mal Pfeiltaste rechts, oder? Nee. Sagen wir mal M. Und N. Wie viel fehlt da bis zur Grenze? $3, also 300 Bits. 300 Bits. Nico will unsere Bits oder eben unsere Tits. Choices, ja. Also 300 Bits fehlen. Also 500 Bits. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das 1:1 in Euro übersetzt. Achso, wir können ja keine Waffen wechseln, weil wir ja noch keine Waffen haben. Ich hatte eben den Gedanken, dass wir schon die Schrotflinte haben. Aber die haben wir ja gar nicht. Aber normalerweise, Barty, du kennst dich ja aus mit Tomb Raider. Normalerweise müsste man noch im verlorenen Tal schon die Schrotflinte haben. Oder nicht? Also im Original. Hat man sie doch, irgendwie hat man sie doch da schon. Also ich meine, ich habe sie da schon gehabt. Was bringt das eigentlich? Ah. Ich sehe da unten was. Da ist ein Secret. Das werde ich mir jetzt holen. Denn das sehe ich, dass da unten ein Secret ist. Das hole ich mir jetzt. Zack. Das hole ich mir. Passt auf, was ich jetzt mache. Zack. Twitter-Power. Naja, klar. Leak mal deinen Twitter-Account, damit ich weiß, wer du bist. Ach, das sehe ich ja dann eh am Ende in den DMs. Kann ich dich ja fragen. Ah, die Schrotflinte. Die habe ich gesucht. Und jetzt geht bestimmt Plus und Minus, oder? Ja. Aber M und M geht auch. Gut. Die Schrotflinte ist, wie ihr vielleicht schon denkt, wie ihr das vielleicht schon wisst, wenn ihr das ein oder andere Videospiel gespielt habt, ist die... Oh, scheiße. Nein, die Strömung. Nicht gut. Lara, halt dich fest. Bitte, Lara. Nein. Nein. Ja. Gerettet. Die Schrotflinte ist, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, obwohl eigentlich war das gar nicht so schlimm, dass wir da jetzt runtergefallen sind, eine sehr gute Waffe auf kurze Distanz. Auf lange Distanz hingegen, nein.
Aber kurze Distanz, ja. Oh, cool. Swan Dive. Da ist das nächste Zahnrad. Da ist das nächste Zahnrad. Ich bin so ein Idiot. Ich bin so ein Depp. Das ist doch genau da. Da bin ich doch fünfmal vorbeigelaufen. Ey, nee. Hui. So. So lange kein Tomb Raider mehr gespielt. Nun bekomme ich auch wieder Bock drauf. Ja, Spiel. Alles durch. Die Classic-Teile, die fünf, sind alle recht günstig auf Steam zu haben. Kosten, glaube ich, so zwischen, auf jeden Fall weniger als 5 Euro. Das ist ganz billig. Im Sale sogar noch weniger. Ich glaube, ich habe Chronicles für 70 Cent gekauft oder so. Also, naja. Und ja, ich glaube, so Anniversary Legend und Underworld sind auch recht günstig. Das Problem ist halt, vor allem bei den ganz alten Spielen, dass sie halt nicht mehr so gut laufen. Ne? Sie stürzen öfter ab und so. Und man muss halt manchmal ein bisschen sich reinfuchsen. Aber das ist halt irgendwie normal, wenn man so alte Spiele spielt, würde ich meinen. So, jetzt haben wir es. Jetzt habe ich ein bisschen auf dem Schlauch gestanden und jetzt, es gibt Community Patches, ja. Aber ich habe es auch ohne zum Laufen gebracht. Muss halt die Einstellung irgendwie reinfuchsen. Vor allem Angel of Darkness war ein Krampf. Das zum Laufen zu bringen, Angel of Darkness hat keinen Spaß gemacht. Sage ich euch gleich, wie es ist. Don't do it. I would not recommend it. Spiel's auf der PlayStation 2, das ist sicherer, da läuft's wenigstens. Muss aber sagen, dass Legend auch relativ oft abgestürzt ist. Das Spiel hingegen ist bisher nicht einmal abgestürzt. Also das ist wirklich, kann man sagen, fast schon gut. Da schneit's auch in Prag. Ja, stimmt. Auf der PC-Version hat's nicht geschneit. Schaut. Wie überraschend, hinter dem Wasserfall ist ein Gang. Hui. Swan Dive. Rein da. Zack. Boom. Oh, dieses Bild. Cursed. Oh nein, wir haben keine Reliquie gefunden. Schade. So, speichern, ja. Spiel schon eins, ja. Okay, gut. So, jetzt sind wir in Qualobecks Grab und laufen weiter durch das Grab. Ich liebe diese Musik. Ist so geheimnisvoll. So geheimnisvoll. Wie? Boah, können wir darüber reden, wie geil eigentlich so die Österreicher so Lieder sprechen? Also, ich liebe ja so diesen Dialekt, den sie so im Wiener Umland haben, so Niederösterreich, Wien und so. Voll geil. Also, wie sie das L aussprechen, das finde ich ja immer so geil. Sie sagen ja nicht voll, sondern so. Also, die sagen nicht voll geil, sondern so voll geil. So. Ach, ich liebe das einfach. Ich höre denen so gerne beim Sprechen zu. So. Ne, ich mache keinen 100% Run. Ich mache einfach nur einen, try not to die Run. And die anyway, because this game is fucking hard. Oh, wie cool, eine riesige Steinkugel. Warte mal. Oh nein. Was ist denn? Oh. Na, wie schade. Alles kaputt gemacht. So. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, was müssen wir jetzt hier tun? Tja, die Antwort ist, da unten in diesem Raum ist, glaube ich, ein Raptor, der uns umbringen will. Oder? Gehen wir in Sicherheit. Irgendwas ist hier. Nein? Nein? Okay. Gut. Gut. Finde das Redesign von diesem alten... Mit diesen alten Leveln einfach so genial. Ja, das haben sie wirklich gut gemacht. Also da muss ich sagen, da haben sie echt alle Register gezogen. So, dass man es noch erkennt, aber so, dass es halt neu ist. Das finde ich ist echt, da haben sie die gute Balance gefunden zwischen neu und alt. Achso, wir müssen, glaube ich, zuerst das machen. Oder? Nee, ich glaube, es ist uns freigestellt, glaube ich.
So. So wie das verlorene Tal, da hat man schon noch erkannt, dass es halt an das Original angelehnt ist, aber es war dann doch wieder anders. Und das finde ich, das ist halt, das ist halt, man erkennt es mir gut, teilweise sind die Räume fast 1:1 dennoch neu, genau. Das finde ich ist auch der Unterschied zwischen einem Remake, also das ist ja wirklich, das würde ich wirklich als Remake bezeichnen, das ist wirklich ein komplettes Remake, weil es wurde halt alles neu gemacht. Und solche Sachen wie diese Grafik-Updates, das ist halt für mich nur, ja, remastered. Das ist halt der Unterschied zwischen Remake und Remastered. Und diesen Unterschied kennen nicht viele leider. Deswegen. Gab's hier nicht irgendwie eine Dingsbums? Ein Schatz oder so? Irgendwas war doch hier oben. Irgendwas Wichtiges war hier oben. Ah. Ah, noch mehr Sachen kaputt machen. Da ist ein Hebel. Ein bisschen tiefer. So. Zack. Ah ja, genau. So. Oh, das war richtig Speedrunner-mäßig. Habt ihr das gesehen? Das war echt schnell. Schnell gerade. Obacht. Waffe ziehen. Hier könnten Feinde kommen. Ich benutze mal die Schrotflinte für den nächsten Feind. Sie kann keine... Ach so, ich habe maximale Munition. Deswegen hebt sie nichts mehr auf. Natürlich. Einen Augenblick. Kurz schauen, was da am Telefon ist. So. Jetzt springen! Spannend, nicht wahr? Oh Gott! Nummer 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Los! Bitch. I almost died. Muss ich jetzt rückwärts springen? Ja. Ist das alles random hier oder ist das mit System? Scheiße, ich sehe das System nicht. Ach so. Na easy. Na? Ja. Gott, Hilfe. Oh Gott, Alter. Das war eben gerade ein bisschen dangerous. Muss ich jetzt rückwärts springen? Ja. Oh Gott. Achso, die schießen gar nicht. Ah, easy. Easy. Get wrecked. Und ich lieb's, dass sie ihre Waffe sofort wegsteckt, wenn man auf die, wenn man die Taste loslässt. Das war ja in Legend nicht so. 1, 2, 3. 1, 2, zack. So. Na, wer will was auf die Schnauze? Ah, niemand. Schade. Zack. Und zack. So. Zack. Zack. So. Okay. Kurz atmen. Da lang. Lang. Bisschen mehr nach rechts, bitte. Und dann. Bumm. Zack, zack. Ich liebe auch ihre Animationen. Ich habe letztens auf Twitter so ein Video gesehen, wo jemand so wirklich so klettern kann wie Lara Croft. Und es war so ein bisschen sexy. Und. Was macht sie denn da? Wieso hat sie das jetzt gemacht? Warum hat sie das jetzt gemacht? Das verstehe. Manchmal verstehe ich ihre Moves halt doch nicht, aber überwiegend finde ich sie doch sehr smooth und sehr sexy. Also das Gameplay ist echt für die Zeit sehr smooth. Smoothes Gameplay, das ist auch wichtig, finde ich. Viele Games haben halt so überhaupt nicht das
wichtige Gameplay. Zack. Alright. Also, let's go back. Let's go back to the moon. What the fuck? Jetzt schießen die alle auf mich. Ah, fuck. Alter, hat das viel Schaden gemacht. Junge. Junge. Was ist das denn? Ach so, ja, ich erinnere mich. Ach du Scheiße. Die sind auch nicht synchron. Das ist das Problem. Scheiße. Muss ich warten. Jetzt gleich. Jetzt! Mit Assassin's Creed verglichen kann man theoretisch alles dann kann und so. Das war mega smooth, ja. Boah, war das knapp, Alter. Alter, ich sag's euch. Dit ist eine Sache, die... What the fuck? Bitch! Just die. Alter! Das war jetzt ja unnötig. Das war es mir. Ich finde Assassin's Creed, also ich fand ja Breath of the Wild ziemlich gut vom Klettern her. Ja, das hat auch ein neues Spiel, ne? Assassin's Creed finde ich tatsächlich wirklich auch ein bisschen janky, weiß nicht. Ich finde, vielleicht bin ich auch verwöhnt. In einem neueren Spiel wäre da jetzt eine Cinematic, wo dieser Pendel eh jetzt ihre Schweißperle von der Nase abschneidet. Ja. Also ich habe ja bei Assassin's Creed schon öfter zugeschaut und es gibt ja viele, die das mögen. Rest in peace, bitch. Aber... ich weiß nicht, ich fand Assassin's Creed immer mega janky und komisch. Es sieht einfach nicht so smooth aus. Punkt. Assassin's Creed finde ich eher langweilig. Grafisch sehr krass, aber sonst irgendwie wenig. Ja, eben. Eben. Das verstehe ich jetzt hier nicht ganz, Leute. Das verstehe ich jetzt hier nicht ganz, weil irgendwie ich krieg... Alter! Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es hier so ein bisschen leichte Grafik- oder Framerate-Fehler gibt und es dadurch nicht möglich ist, die Pfeile zu sehen. Nee, hör auf! Wisst ihr, was ich meine? Also irgendwie ist das hier ein bisschen komisch. Also ich sehe irgendwie nicht, also man sieht, also die Pfeile, ich springe schon, wenn die Pfeile weg sind, aber irgendwie... Vor allem das letzte da, das ist ein bisschen schwierig hier. Das ist alles ein bisschen schwierig hier. Nummer 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1. Ja, so, jetzt haben wir es geschafft. Super. Alle guten Dinge sind 3. Ach du Scheiße. Ah, das ist einfach. Zack, 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 zack. Let's go! Alter.
Boah. Adrenaline. An sich, dieses überall Klettern war schon geil im ersten Teil, technologisch toll, aber Gameplay war da nicht, weil es nicht so nicht smooth war und man keine Motivation hat zu klettern überhaupt, ja. Das ist auch immer das Allerschlimmste, ne? Wenn Spiele irgendwelche Game-Features haben, die sie nicht irgendwie ausreizen. Wisst ihr, wie ich das meine? Wisst ihr, wie ich das meine? Also, angenommen, ein Spiel hat irgendwie 10 revolutionäre Features, die alle super neu sind und toll sind, aber davon werden vielleicht 3 sinnvoll genutzt und die restlichen 7 sind nur Gimmick. Und ich hasse es auch, das finde ich ist eine Todsünde, wenn Videospiele im Final-Boss-Kampf neue Mechaniken einführen. Das finde ich auch wie sinnlos. Also, ich finde, ein gutes Spiel zeichnet sich dadurch aus, dass die Mechaniken halt gezeigt werden und die dann auch wirklich genutzt werden und dass man das, dass man mit diesen Mechaniken und der Kombination immer wieder Neues halt, dass die Fähigkeiten so kombiniert werden, dass das Gameplay nicht langweilig wird, aber dass es halt die Gameplay-Elemente, die es hat, halt ausspielt und ausnutzt und dass es dann halt Bonuspunkte, denn wenn es dann irgendwann in der Mitte des Spiels diese Fähigkeiten von einem wegnimmt. Das ist so wie mit im Mario Galaxy. Da war ja auch dieses Luna, dieses Sterndingsbums. Und dadurch konnte Mario halt. Und dadurch konnte Mario halt diesen Wirbelsprung machen und alles und cool und. Oder nee, noch besser. Mario Odyssey. Da konnte ja Mario durch Cappy seine Mütze werfen und so. Und dieses Mütze werfen und alles, was er halt machen konnte, das wurde mega gut ausgenutzt. Das Spiel wurde wirklich gut, das hat dieses Feature wirklich gut implementiert. Dieses Mütze werfen und draufspringen und weiterspringen, das war super toll. Dann hat es halt irgendwann für einen gewissen Teil des Spiels diesen Cappy nicht mehr gegeben, wo man dann gemerkt hat, okay, das Spiel war doch, dieses Element war doch wichtig. Und dann kam es dann wieder zurück. Also Super Mario Odyssey, gutes Beispiel, ist ein Musterbeispiel für Gameplay-Features, die wirklich gut ausgenutzt wurden und sinnvoll implementiert sind. Jetzt stirbt die Art doch nicht aus. Zack. 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 Und jetzt geht's nach oben. Kommt da jetzt nicht noch eine Steinkugel runter? Ich glaube schon, oder? Nein, natürlich nicht. Wo denkt ihr hin? Wo denkt ihr hin? Stattdessen... Oh, hier kommt eine Steinkugel, oder? Nee. Nein, natürlich nicht. Wo denkt ihr hin? Oh, da ist das Zion. Der ist da reingefallen und kommt nicht raus. Selbstschuld. Natürliche Auslese. Ich finde, das ist das, was Tomb Raider ausmacht. Dieses Artefaktjagen. Und als Kind hatte ich da mega den Albtraum vor dieser Sequenz, weil ich hatte mega Schiss, dass Kralopek erwacht. Einer des drei Gestirns. Hüter der drei Splitter des Zion. Bewahrer des Wissens. Geheiligter Herrscher von Atlantis. Ja, das Siegel habe ich verpasst. Tut mir leid. Ich hatte als Kind so Schiss, weil er so gruselig aussieht. Oh Gott, ey, seht ihr das? Ich sag ja, als Kind hatte ich da so Schiss vor dieser Sequenz. Oh, das sieht einfach so cursed aus. Ich meine, schaut ihn euch an. Er sieht so creepy aus einfach. Ich wünschte, ich wäre so mutig wie Lara. Stimmt. Ja, stimmt. Und vor dieser Sequenz hatte ich so Schiss, Alter. Was denkt sie eigentlich gerade? Der Laden hier ist total baufällig. Der Laden hier ist total baufällig. You don't say, Lara. You don't fucking say. Okay, wir müssen hier raus. Dringend. Du musst hier raus, Lara. Schnell. Oh nein, jetzt wird der Raptor da unten sterben. Ich höre noch einen Raptor. Da unten. Den werden wir aber nicht umbringen. Wir müssen ja nicht jedes Tier umbringen. Nur weil es uns gerade an den Kragen will. Gell? Das Diary ist wichtig, weil sie denkt immer so schöne Sachen. Was denkt sie jetzt gerade? Der Laden hier ist total baufällig. Ah ja. Baufällig. Okay. Ich weiß nicht, was das auf Englisch heißt, aber ja, baufällig.
und raus. Zack. Wir leben noch und wir haben das Sion. Oh nein. Larsen. Ich käme ja rein, aber ich habe keine Badehose dabei. Oh. Was Sie nicht sagen. Schwimm doch einfach nackt. Sie machen Ihren Job, ich mache meinen. Ab hier übernehme ich. Ich hoffe, Nadler hat Ihnen nicht nur diese Schrotflinte mitgegeben. Keine Panik. Ich bin eher praktisch veranlagt, Schätzchen. What the fuck? I forgot my trunk. Ist er blind? Alter, sexy. Das ist doch nur ein Splitter des Sion. Wo ist denn der Rest? Geben Sie mir eine Minute. Ich muss nachdenken. Larsen so, hier riecht's nach Fisch. Ist ja schon gut. Pierre hat seinen Splitter sicher schon gefunden. Pierre Dupont? Wo? Also das weiß ich nicht. Okay. Ich glaube Ihnen. Scheiße. Mit Ihnen ist nicht zu spaßen, was? Oh, Doppelschrotflinten. You have to ask Miss Nadler. Soll ich es auf Englisch stellen? Nee, ich finde es auf Deutsch irgendwie schöner. Ach, wie sie da ist. Ich liebe sie einfach. Powerfrau. Deswegen sage ich ja immer den PC runterfahren. Ich will mich ja nicht einmischen. Aber was macht sie so sicher, dass sie den Splitter nicht selbst hier abliefert? Lara würde den Sion niemals aus der Hand geben. Sie ist besessen davon, genau wie ihr Vater. Ah, Monsieur Dupont. Haben Sie Monsieur Dupont. Je suis dans les baguettes. St. Francis Folly. Girl. Null Secrets. Es tut mir leid, aber ich bin einfach kein... Ja. Bin jetzt nicht so der... Ich habe neue Beweise entdeckt, die mich in meinem Glauben bestärken, dass der Sion selbst auf wundersame Weise eine riesige Bibliothek ist. Ich bin überzeugt, wenn ich den Sion in Händen halte, erfahre ich, was mit meiner geliebten Amelia passiert ist. Sie ist in einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Und... Oder? Warte mal, nee, da war ja der Vater schon tot, Pierre, oder? Altes Umweltschwein.